Hallo und herzlich willkommen bei einem Diablo 2 SnayMod Gameplay Video. Der SnayMod, der bietet mehr als 100 Levels, insgesamt 500 Levels, drei große Dungeons mit extrem schweren Gegnern und ganz komplett viele neue Items. Die Auflösung ist höher und es macht extrem viel Spaß, weil Gegner eben eine Herausforderung sind. Man jetzt nicht extrem schnell overpowered ist. Okay, es geht dann halt schon ein bisschen los, aber man ist echt lange dran. Also die Langzeitmotivation ist beim Snay-Mod einfach am größten. Ich habe bis jetzt keinen Mod öfters gezockt als der Snay-Mod. Und ich bin jetzt einfach wieder dran, einfach im Singleplayer noch. Ich denke, ja. Wenn dann irgendwie mehr los ist, werde ich auch mal Multiplayer spielen. Vielleicht mit euch oder so, wenn ihr Lust habt. Oder einfach im öffentlichen Battle.net, wenn es geht. Damit, ja, sich einfach ein bisschen mehr Motivation habe. Ich habe jetzt einfach zu wenig Spiel, es kommen auch nicht mehr so viele raus. Muss ja richtig lange Motivation bieten. Man ist halt auch schon ewig Zocker und möchte auch etwas Größeres bekommen und so. Und ja, es geht einfach schlecht zum Aufnehmen, aber ich kann euch wirklich gut zeigen. Also, was los ist, dass der Open Broadcaster Software einfach nicht den Aufnahmeknopf aktiviert. Und das ist halt auf der Seite schwarze Ränder. Das ist also eigentlich das Einzige. Auch so kann ich auch auf der Seite hinschreiben, wie mein Charakter gerade momentan gelevelt ist und was er für Items gefunden hat und so weiter. Ah, da ist schon der Schmied, sehr gut. Ich bin einfach jetzt seit gestern am Spielen und rush gerade ein bisschen durch. So gut wie es geht, hat er aber langsam mit dem Killen. Aber es geht noch gut vorwärts, einfach die Bosse down ewig. Ich habe noch den normalen Bogen, den man bekommt am Anfang, weil einfach nichts droppt. Kein einziger Bogen ist gedroppt. Wahrscheinlich einfach Pech gehabt, zu schnell. Nehme ich doch den mit. Na komm, nehme ich die mit. Und deshalb noch ein bisschen langsam bin. Aber das geht schnell bald besser. Ja, eben wegen den Mana-Kosten möchte ich noch nicht so viel auf Multischuss gehen. Ja, ich muss Strafe nehmen. So. Okay, und denke, es geht bis Ende. Albtraum eigentlich gut. Aber ich merke, ich habe einfach immer wieder zu schnell starke Charakter gehabt, weil ich online gezockt habe. Und jetzt möchte ich einfach mal, ja, zumindest am Anfang solo ganz nach oben kommen. Mal schauen, wie lange es dauert. Kommt halt einfach zu wenig Items noch über. Im Hals Dungeon, jetzt wird es dann besser gehen. So, jetzt schauen wir, dass wir kein Iron Maiden durchbekommen. Also immer auf den Charakter schauen. Gut schauen in der Aufnahme. Vielleicht noch. Es ist sehr, ja, man braucht sehr die Konzentration, weil der Gegner spuckt oder. Es ist halt einfach immer sofort Leben runter, wo man eigentlich schon ziemlich auf Vitalität geht. Also, ihr werdet wahrscheinlich am Anfang ein bisschen Mühe haben, den Mod reinzukommen, weil das so richtige Damage-Spitzen und so hat. Und einfach Item, man ist einfach sehr auf Items konzentriert. Also man braucht sie einfach, oder?
Und die hat man einfach am Anfang nicht, weil die Gegner einen noch nicht so droppen. Aber trotzdem ist es noch leicht. Also was schwer war, ist Mephisto war schwer. What do you Und need? ja, Andariel, weil ich da noch keinen Schaden machte. Und das Gift einfach lange dauert. Ich habe langsam nicht mehr so viel Platz. Dexterity. Klein. Defensiv. Mach ich da einfach mal einen Nebel rein. So. Mana. Kann ich noch ein bisschen gebrauchen. Defensiv raus. Ja, und so langsam gehen auch die. Ja, also einfach der Platz. Vor allem im Gürtel. So, naja, also schnell, zu schnell zu neige. Also ich sammle allen Mist von Kill-Items. Also auf based on Kill Points. Oder auch Mana, Stolen per Hit Items und auch ja, gute 6 Summon Skills Items und so für den zweiten Charakter. Und ich denke, ja, so Unix und so werde ich nicht aufsparen. Also ich brauche es unbedingt für ein paar Charaktere oder so. Gut. Machen wir weiter. Ah, die Keulrune. Jetzt brauche ich nur noch die Blitzrune. Blitz-Damage-Rune. Ah, noch ein Zettring. Knockback ist relativ gut. Ich glaube, ich habe nicht Knockback. Er hat Knockback. Okay. Das wird ne. Muss ich irgendwie schauen, dass ich das noch irgendwie herbekomme. Könnte schon sein, dass man das irgendwie herbekommt, ohne dass man ja, gute Items missen muss. So Slow und Gift ist das Größte. Habe ich ja immer Angst, ich sterbe. Ich will sie noch nicht verlieren. Ja, aber ich will ja auch das Spiel durchspielen ohne Tode. Ich spiele extra nicht Hardcore, weil es passiert halt einfach schneller als man denkt. Dann im Über-Dungeon die. Oh, die Drachen. Boah, bang, bist du tot. Und haben so viel Leben, dass sie ständig. Oh. Oh, geht gar nicht. Ja. Da kommt jetzt gar keinen Schaden. Wie funktioniert Iron Maiden? Ist es nur ein Nahkampf? Dachte auch ein Fernkampf, aber nicht. Aber wegen dem Live-Leech, deshalb. Ja. Ich denke, der Fluch ist auch noch nicht so stark. Aber in Hell wird wahrscheinlich das eben tödlich sein. Deshalb immer warten und schießen, wenn man den Fluch, diese kleinen roten Teile über dem Kopf hat. Ja, ich wette, ich werde sterben bei den Blitzgeistern. Das ist ein Snape besonders stark. Ich mache mich einfach defensiv, sobald ich die Items habe. Muss mich gar nicht so ja, vorbereiten eigentlich. Bin ja jetzt schnell in Akt 4 gekommen. Jetzt auch mit Akt 4 recht schnell fertig gewesen. Ich kann auch ein längeres Video machen jetzt. Diablo braucht einige Zeit, bis er down ist. Ist sehr entspannt eigentlich, obwohl ich sehr konzentriert bin. Habt ihr es manchmal auch, dass ihr echt gar nichts anderes machen könnt als konzentrieren? Also das hat er, ja, ich bin halt ein bisschen anders, also ja.
weil ich ADHS habe. Also einfach zu viel die Konzentration auf das Wichtigste habe und nicht auf das Unwichtigste, wie manche haben oder die meisten ADHS. Und deshalb gar nicht so reden kann. Ausgeht jetzt wieder. Sind die Gegner auch nicht mehr so schnell immer bei mir, dass sie eher stehen bleiben. Außer die. Oh. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde bald sterben. Entweder hier bei ihm, bei Diablo, dem alten Bruder, oder dann im Hals Dungeon. Aber ja, zumindest weit gekommen. Ja, wieso so hoch Level? Das kann ich einfach nicht gebrauchen für ihn. Habe ich jetzt gemacht? Habe ich Desktop-Fenster drauf gehabt? So. Also, guten Tag. Sie können schon. Oh, aber er ist relativ schnell down. Ah. Ich kann einfach nicht laufen, solange sie schießt. Sie schießt 12 Mal. Eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit haben. Ja, er macht schon echt Schaden. Und er ist natürlich Magic immun, sonst hätte ich Magie-Schaden machen können. The Magic Arrow. Also ihr seht, es extremst, oder? Was würdet ihr am besten jetzt machen? Einfach farmen die ganze Zeit, bis man einen guten Bogen hat. Aber ich habe leider echt kein Glück. Ich bin nie einen Bogen. Lass mich in Ruhe. Blauer. Blau, grün, aber nie rot. Ja, wie macht man das am besten? So. Ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl. Aber mal Frost Arrow, aber der kostet so viel Mana. Mach mal langsam, ich fühle dich immer an. Du bist es kalt. Hey, hallo, übertreib mal nicht. Alter Affe. Ja, sie. Katastrophe. Ich komme so nicht weiter. Ich muss, glaube ich, noch einen Bogen ergampeln. Ah. Gambling. Ja, der hat am meisten Schaden. Feuerbrunst, Feuerbrunst. Ständig dieses Feuer. Der Blitz. Was ist das eigentlich? Roter Blitz. Ne. Wie ich rausgeglitscht bin. So, die Hälfte haben wir schon mal. Ah. Ich gehe jetzt wirklich kurz einen Bogen erkampfen. Das geht um. Sie gambelt. Ja. Kein Platz. Boah, es ist zu teuer. Kann ich mir noch leisten? Ja, sicher noch teuer. Wie bekommt man einen guten Bogen? Hat er Bögen? Weiße Bögen, bitte. Nö. Nee. Okay, okay. Verstanden. Das Spiel will nicht, dass ich in den 5. Akt komme. Ich denke, ich tue einfach diese Quest von Akt 1. Nur blaue Ägypten. Okay. Er hat vielleicht noch Bögen. Greetings. Nö. Jetzt bin ich ein bisschen hinterfragt, wenn nichts droppt, kein gelber Bogen. Muss ich dann blaue Bögen einsammeln? Kompositbogen wäre nicht schlecht. Verliert er dann die Socke? Ich glaube, der macht einfach
Ja, komm, die Quest brauche ich sowieso nicht. Ich versuch's einfach mal. There. Also bitte drüben. Geht das nicht? Kann ich nur weiße? Was soll ich denn tun? Ja, dann müssen wir halt noch ein bisschen knabbern dran. Geht auch nicht zu. Oder hat sie wenigstens noch. Ah ja, komm, besiegt. Komm, bitte etwas Gutes und nicht Level 250. Ja, Killburns, Feuerschaden, Killburns. Und Mana. Okay. Das hilft ihm natürlich mehr. So, dann probieren wir es weiter. Dann kann ich ihn wiederholen. Wegschmeißen. So. Jetzt sollte es besser gehen. Hallo, bester Bruder. Bitte in den nächsten Tagen Diablo 4 ankündigen, Lizard. Und dann wieder in einem coolen Gewand, nicht so pussy-like, nicht so frauenähnlich. Ja, am Schluss ist dann Lilith dann Diablo, verwandelt sich dann in Diablo. Dann ist wieder eine Frau da. Frau Diablo. Wieso ist er jetzt cold ihm? Das weiß ich natürlich auch immer wieder. Also echt nicht im Damage. Vielleicht doch ein bisschen mehr Damage, aber. Es gold ihn nur, also ich kann ihn jetzt auch nicht mit Frost. Hero. Das ist scheinbar riesen Error. Killen, also. Ah. Das ist Hardcore. Viele Entwickler sind zu wenig. Unfair, oder? Also sie machen das Game eher, so dass man es durchspielen kann und dann weglegt. Spiel wie das, also wenn man richtig lange und harte Gegner hat, braucht das Land. Das sah man ja bei das Spiel schon wieder. Oh Gott, ich will. Ja, schon lange nicht mehr gespielt, also gespielt habe ich es noch nie, aber ja, ihr wisst welches Spiel, das schwere Spiel. So. Ich bin jetzt gerade anders auch konzentriert. Der Blitz. Nicht immer in meiner Fresse landet. So. Ne, weg damit. Hallo, also jetzt übertreibst du. Feierabend. Diese Drogen, die er schluckt. Da kommt halt irgendwo Blitz raus. Also. Sicher auch Bodybuilder. Median ist nichts dagegen. Path of Diablo auch nichts. Richtig schwere Mod ist am Anfang. Nein. Später am Schluss noch ein bisschen. Mitte ist es manchmal halt einfach zu schnell dann. Dass man overpowered ist. Ja, seltsam, weil. Bitte mal wieder ein bisschen Zeit investieren. Ich weiß, man hat nicht immer viel Zeit im Leben. Aber dennoch. Mods muss weiterentwickelt werden. Endlich! Und Dankeschön für die Leute. Siehst du, Diablo, hä? Ich kann dich trotzdem knacken. Oh, und das Dach hat sich wieder schön verfärbt.
Ja. So, Akt 5. Im nächsten Video geht es dann in den Hals Dungeon. Da werde ich kurz davor. Oh, schön, das Video hat Streifen. Wahrscheinlich wegen der Auflösungsskalierung vom Mod. So. Also im nächsten Video werde ich dann unten beginnen im ersten, also ja, da hier beim roten Portal, das hier auftaucht. Und machen den ganzen Hals Dungeon durch mal. Also Rings of Shadow brauche ich ja nicht. Noch keine Assassine. Aber Attack Speed ist ja schon ziemlich gut. Ich brauche nicht mehr so viel Mana. So, den cuben wir. Jo, Diablo an erster Stelle. Aber immer noch kein Bonus. Bei denen geht es glaube ich schneller. Aber die findet man so selten, dass ich jetzt erst zwei habe. Ah! Ja. Kann ich anziehen. Und ich habe beide. Nein, beide gleich. Aber ich habe den anderen Ring auch schon. Oh. Fast Run and Bulk. Okay. Da brauch MF drauf. Ja. Aber nicht MF oder Caster Rod. Okay. Ja, Damage ist nicht gut. Cold Damage. Jetzt muss ich irgendwie schauen. Also, ich denke, ich fange hier wieder an mit den Charms. Dass ich da mehr Platz habe für die Items. Größer sind, oder? So, der ist verkauft. Gut. Also dann, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, ausmachen muss ich wieder manuell.